Und ist ja oft dann wieder unterbrochen worden. Warum gehe ich jetzt raus? Der Hinweis müsste oben sein. Ja, oben. Miriams Blumen gefunden. Was ist das? Ein Spiegel. Miriams Spiegel gefunden. Füße? Sie hat doch nicht, sie hat doch nicht kalte Füße bekommen, also bitte. Mich soll sie auch nicht heiraten. Ist sie auf ihrem Hofsitz? Lass mich in Ruhe. Hä? Warum? Warum läufst du weg? Lass mich in Ruhe. Hallo, jetzt kletter doch einfach. Niemand hält dich für eine. Was ist da los? Also ich muss schon sagen, das Remake ist verdammt, Remastered ist verdammt verbuggt. Yay. Aber wir hätten wenigstens da weitermachen können, bevor sie dann weggerannt ist. Okay. Ich glaube, ich kann mit ihm reden. Ich bin keine Hausfrau, hä? Warum denkt sie das? Läufst du weg? Lass mich in Ruhe. Ich bin keine Hausfrau. Niemand hält dich für eine. Genau darum geht es hier doch. Hä? Sollen wir sie für eine Hausfrau halten oder was? Ich bin keine Hausfrau, das will auch niemand. Hä? Du darfst die Braut küssen. Ach schön. Hallo Connor.
Amüsierst du dich? Oh ja. Es ist schön, wenn alle zusammen und glücklich sind. Sieh dir die beiden an. Sie sind ein schönes Paar. Norris ist mein bester Freund und er konnte keine bessere Frau finden. Bin stolz auf ihn. Manchmal passen zwei Menschen einfach zueinander. Norris und Miriam brachte der Himmel zusammen. Connor brachte sie zusammen. Ist es nicht so? Ich half Norris nur, den Hut aufzubringen. Der Rest kam von allein. Obwohl, wenn ich so recht bedenke, die beiden? Ich weiß nicht. Ich war ja. Dann reden wir mal mit ihnen hier. Und mein kleiner Bruder Joseph warf ihn in den Fluss. Okay. Connor, wir erzählten gerade von unseren Hochzeiten. Sehr muntere Feiern, wie es scheint. Munter? Mehr Schlägerei als Hochzeit. Wenn du Joe klein nennst, kannst du zu mir Big Terry sagen. Der Bursche ist ein Hühne. Mein jüngerer Bruder hatte einen Streit mit einem von Terrys Cousins. Eine Meinungsverschiedenheit über die Tanzkarte einer Lady. Ich sage nur, Terrys Cousin war danach schlagartig nüchtern. Armer Junge. Saß klatschnass da auf einem Baumstumpf, während Joseph seine Angebetete herumwirbelte. Hat ihm gut getan. Zeigte ihm, das Glück ist mit den Tüchtigen. Cool. Entschuldigt einen Moment. Danke. Es dauert nicht lange. Ich möchte nur Connor und euch allen etwas zeigen. Ich sagte, ich werde einen Weg finden, mich für euer mutiges Einschreiten bei euch zu bedanken. Und heute möchte ich es endlich tun. Diese Flagge ist ein Symbol unserer Stärke und Einheit. Und ich hoffe, ihr werdet sie alle voller Stolz über euren Häusern und Geschäften hissen. Ich mache gerne eine für jeden Einzelnen, wenn ihr möchtet. Aber diese hier ist für dich, Connor. Danke sehr. Ah, schön. Vater Timothy bittet nun allen Bewohnern der Siedlung moralische Unterstützung. Ach. Oh Gott. Okay. Eine große Mission vorbei, 5 neue Missionen hinterher. Geil, schön. Also, ich möchte heute noch schlafen gehen, was ist denn los? Mann. Wird aber auch nicht auf, ich möchte jetzt eigentlich alle meine Stück sofort durchmachen. Ah, Dr. White wieder. Connor. Kann ich dich sprechen? Verleumdung. Was hältst du von unserem kleinen Stückchen Land, Doktor? Es ist sehr schön hier. Ich freue mich, hier zu sein. Doch ehrlich gesagt, außerhalb dieser Gemeinde meiden mich die Leute noch immer wie die Pest. Eine Weile war ich ratlos. Doch dann brachte mir ein Kurier das hier. Okay. Was steht da? Bevor ich dich traf, verlangten die Briten, dass ich keine Patrioten behandeln soll. Doch ich tat es. Deshalb wollten sie meinen Ruf zerstören. Das zeigt mir, dass ihre Hetzkampagne immer noch weiterläuft. Wenn das nicht aufhört, muss ich vielleicht gehen. Wir brauchen dich hier. Ich werde tun, was ich kann, um das zu beenden. Du beginnst vielleicht bei dem Kurier, der mir das brachte. Er arbeitet in Boston. Okay, Dr. White's Kurier in Boston treffen. Okay.
Dann heißt es aber also wieder nochmal nach Boston. Was hat Lance jetzt schon wieder für uns? Hey, Connor! Hey, Lance! Huch! 1000 Pfund, 1000 Pfund Idee. Du hast nicht zufällig in New York zu tun, oder? Ich frage nur, weil ich ein Paket aus Frankreich erwarte, das längst überfällig ist. Ich habe dem Postmeister geschrieben und warte auf Antwort. Dachte, wenn du in der Nähe bist, kannst du ihn persönlich fragen. Wenn ich das nächste Mal da bin, suche ich ihn auf. Okay, dann mal nach New York. Aha. Sinn für Ärger. Connor, was geht hier vor? Dieser Kerl ist um die Taverne geschlichen. Ich habe ihn ausgequetscht und das scheint, er sucht einen Deserteur. Mit Namen Big Dave. Er sagt, er sei allein. Ist es nicht so? Ja, ich bin allein. Ich schwöre es. Ja, man sieht's. Noch einer, Connor. Wenn er seine Truppe erreicht, bin ich erledigt. Prozess. Oh. Ja, ich glaube, das ist weg. Ist er. Der Feigling trat mir in die Kronjuwelen und warf Dave Sand ins Auge. Er ist uns leider entkommen. Nicht gut, Connor. Nein. Wir werden bald Besuch bekommen. Scheiße. Big Dave schmiedet Kanonenkriegsgeräte und Verbrauchsgegenstände der Stufe 3 herstellen. Schwarzpulver. Neue Mission? Erst müssen sie an uns vorbei. Scheinbar schon. Hinter dir. Connor, da bist du ja. Das Comeback. Big Dave. Die kommen, David. Wir müssen bereit sein. Wer kommt? Rotröcke. David wird des Verrats angeklagt. Und vermutlich hingerichtet. Connor, gut, dass du da bist. Ich muss dir was zeigen. Okay. Ich habe Fässer gesammelt. Wir sollten einen Hinterhalt legen, falls wir ihn brauchen sollten. Wir werden uns 2-1 überlegen sein. Gute Idee. Das müsste, glaube ich, reichen. Hm? Ja, aber erstmal Pistole auswählen. Ich will mit dem Krieg nichts zu tun haben. Lasst mich in Ruhe. Keiner hat überlebt.
Nein! Warum muss er da hinrennen? Oh Mann, das kann nicht wahr sein. David Walston, ergib dich uns und stelle dich einem ehrbaren Kriegsgericht für die Anklagen Verrat und Fahnenflucht. Ich will mit dem Krieg nichts zu tun haben. Lasst mich in Ruhe. Los kommt. War's das schon? Connor. Es tut mir leid, dass ich so viel Gewalt ins Dorf gebracht habe. Wir halten zusammen. Die Briten werden nicht noch mehr Männer für einen Deserteur opfern. Du hast es überstanden. Hoffentlich. Weg der Elfschmied kann nun Kriegsgeld und Verbrauchsgegenstände durch Stufe 4 herstellen. Das kam weg. Die Siedlung wächst weiter. Ah, wir haben wieder was zum Reden da vorne. Ach. Klatschkreis, was? Also, Klatsch und Tratsch. Kein Tag vergeht, an dem sich nicht einer der Jungs verletzt. Ich habe etwas Ruhe, seit der Doktor da ist, und schick sie einfach zu ihm. Ich weiß, was du meinst. Maria rennt über den gesamten Besitz wie ein Wildfang. Norris fand sie in seiner Mine gestern mit einer großen Wunde am Knie. Dieses Mädchen, ich sag's dir. Klingt, als hättet ihr alle Hände voll zu tun. Das ist wohl wahr. Es ist gut für uns alle, dass der Doktor hier ist, Connor. Danke, dass du ihn gefunden und hergebracht hast. Er kam nur wegen euch her. Ich habe ihm nur davon erzählt. Ach, Connor. Immer noch nicht, oder? Oh, doch. Ja, doch. Gastwirte. Gasthäuser und Tavernen standen im Mittelpunkt des kolonialen Lebens. Hier trafen sich die Leute zum Essen und Trinken. Hier erzählte man sich Geschichten und diskutierte, was für die Gemeinde wichtig war. Und hier kehrten Reisende ein. Tavernen boten ihnen ein Dach, ein warmes Bett oder wenigstens einen sauberen Boden, eine warme Mahlzeit und jemanden, der sich um das Pferd kümmerte. Man will ja nicht, dass sich das Pferd benachteiligt fühlt. Gastwirte waren lokal und regional wichtige Leute, weil sie mit vielen Menschen zu tun hatten, vom einfachen Arbeiter bis zum Kriegsgeneral. Das machte sie auch zur Hauptquelle für sämtliche Neuigkeiten. Jeder Gastwirt, der was auf sich hielt, kannte jeden im Umkreis von vielen Meilen und sorgte dafür, dass auch jeder sie kannte. Höchst erfreulich. Was machen die? Nichts Besonderes, okay. Da haben wir die zweite Enzyklopädie, das einfach ein Mann ist.
ein Gespräch sonst nirgendwo, dann reden wir wahrscheinlich jetzt nochmal mit Achilles. Ist schon wieder? Yep. So. Jo, ich das. Dann gucken wir mal, was Achilles jetzt möchte. Und dann reisen wir nach Boston. Oder? Ja, Boston, ja. Boston war mit Lyle und Lance. Boston für LL. Lyle und Lance. Aber an sich ist es ein schönes Haus, was sich der Achilles da aufgebaut hat. Muss ich schon sagen. Aber ich muss bei Assassin's Creed Rogue schauen, ob es nicht mehr Häuser gab. Hier komme ich nicht rein, oder? Schade. Ich würd liebend gerne in dieses Haus gehen, aber was nicht geht, das geht leider nicht. Hallo Achilles. Rätsel des Landhauses. Es ist wunderschön, alter Mann. Wohl wahr. Ich fand ein Gemälde für über den Kamin. Es ist zurzeit in New York. Wenn du Zeit hast, möchte ich, dass du es für mich abholst. Natürlich. Gut. Vielleicht ist es hinüber. Das Haus lag in der Brandschneise des großen Feuers. Na, du wirst ja sehen, wenn du da bist. Ja, ich werde es schon sehen. Rätsel des Landhauses. Achilles Andenken aus New York besorgen. Dann würde ich nämlich sagen, dass ich zuerst nach New York rüberreise. Brandschneise. Müsste, glaube ich, hier irgendwo gewesen sein. Und dann reisen wir nach Boston und dann reisen wir wieder zurück und ja. Wir reisen hin und her und dort und da und hier und zurück und vorne nach hinten und was weiß ich was. Natürlich bin ich genau falsch. Obwohl? Ja, komm. Ich will mal faulen Reise hin. Kannst du mal aufhören zu klettern? Geh doch. Hallo? Rätsel des Landhauses. Das Paket in den Besitz nehmen. Obwohl, da oben sieht es noch einigermaßen gut aus. Da könnten wir vielleicht Glück haben, dass es noch einigermaßen in Ordnung ist. Sieht eigentlich doch ganz gut aus. Es wäre verbrannt, hätte man es nicht versteckt. Achilles wird sich freuen. Schön. Achilles Paket zu ihm zurückbringen. Doch, zuerst haben wir hier unten noch was. Das wäre auch cool. Aber das würde ich auch cool finden. Es ist ein Screech-Spiel in Russland. Boah, das wäre auch cool. Aber von einem neuen Assassin's Creed hat man noch nichts gehört. Von Watch Dogs 3 hat man was Neues gehört. Wo ich, um ehrlich zu sein, ich bin echt gespannt.
Einer der wenigen Spiele von Ubisoft, auf die ich jetzt mich momentan freue. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, glaube ich, heißt das. Wow. Das Bild ist, ich habe Closed Beta gehabt. Habe es aber zu spät gesehen. Beziehungsweise eigentlich, ich hätte am den Tag könnte noch spielen können. Aber da war ein Error, also konnte ich leider nicht mehr spielen. Das fand ich echt ärgerlich. Bist du der Kurier oder? Ja, du musst der Kurier sein. Also nicht der Kurier. Ich möchte nach einem Paket aus Frankreich fragen. Es ist bestimmt für einen Lance O'Donnell. Das wurde vor ein paar Tagen schon von seinem Lehrling abgeholt. Patrick O'Hara. Patrick O'Hara ist nicht mehr der Lehrling von Mr. O'Donnell. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Klar, der hängt in letzter Zeit immer an den Docks rum. Dort findet man ihn. Hier, nehmt die Seiten und versteckt sie. Dieser Kerl darf sie nicht bekommen. Ach, Patrick. Du mal, alter Patrick. Plündern, um alle drei Teile von Lenz Plan zu schaffen. Muss ich die umbringen? Au. Hä? Au. Au. So, jetzt sind noch zwei Teile. Dann müssen wir wohl Lance umbringen. Das war Geheimnis gerade, oder? Bisschen verkürzen. Jetzt letzte Seite. Ach, hat sich der Hörer auf dem Schiff verpisst, ha? War das von einer O'Hara? Zum Ziel zurück. Hä? Gegenstand aus der Bürgermission. Inkognito. Jetzt müssen wir nur noch nach Boston. Boston. Und für die Verleumdung sorgen, beziehungsweise gegen die Verleumdung ankämpfen.
Wo ist denn? Hä? Bin ich jetzt? Ah, okay, jetzt hat. Ich wollte schon gerade sagen, ich bin noch nicht beim Clem. Also, schon, aber nicht so. Halt normal Plemplem, also so wie ein normaler Mensch auch. Dann schauen wir mal. Ich bin im Auftrag von Dr. Whitey. Es ist Zeit, die Schmutzkampagne gegen ihn zu beenden. Wer verkauft die Blätter, die ihn so übel verleumden? Da werde ich nicht widersprechen. Doch Lyle halte mein Bein so gut wie möglich. Die Flugblätter werden von einigen Zeitungsjungs in und um Boston verteilt. Okay. Ah, hier. Das Gute ist, dass es angezeigt wird auf der Karte, wo die sind. Ist es überhaupt? Was hat sie gerade sagen, als wäre das auf der linken Seite und nicht auf der rechten? Da ist er, ja. Danke, Mister. Allerdings reicht das leider nicht. Willst du noch gierig werden oder was? Ihr habt von ihm gehört. Nun lest über ihn. Der Doktor mit dem bösen Blick. Mit dem bösen Blick. Ist nicht viel, aber trotzdem danke. Da ist er ja, der Nächste. Schützt eure Familie vor Dr. Tod! Na, komm mal her. Nicht viel, aber trotzdem danke. Wo ist der Mann, der diese Lügen druckt? Nun, Mister, da gibt es einen, der mich bezahlt, um das zu verteilen. Solange er so viel Kohle abdrückt, tue ich, was er verlangt. Für alle guten Seelen. Für Freizeitsegler und Angelsportler, Porters kleine Dame hat das richtige Boot für euch. Du wirst diese Pamphlete nicht länger verbreiten. Ist das klar? So, müssen wir mal nachdrücklich werden. Schlangenwurz. Gegenstand des Bürgermeisters zu erhalten, okay. Lyle Doktor kann nun Arzneimittel Stufe 2 herstellen. Dann war es das hier, dann können wir wieder zurück zur Siedlung. Das ist jetzt wirklich nur noch ein Hin und Her hier. Nicht wundern, ich gehe erstmal zu Lance und gebe ihm die Papyri. Das Papier. Für die 1000 Pfund Idee. Ah.
Gute Idee. So, zu Dingens hier, wie heißt es, Lance, können wir laufen. Würde ich mal sagen. Da müsste. Hier ist Dave? Ja, davon ist er. Na, ich könnte mal bei Big Dave schauen, aber was macht gerade? Event, beziehungsweise was er gerade macht. Aber er macht wohl nicht viel. Ist es ein Tool? Ne, doch nicht. Ich dachte, ich habe gerade was glitzern gesehen. Ist er auf dem Dach und eine Quarzen? Ja, ja. Ich habe die Pläne. Wofür sind sie denn? Du hast sie! Das, Connor, sind die Baupläne für einen Klappstuhl. Genial! Du wirst es nicht bereuen. Cool. Lenz-Tischler kann nun Waren der Stufe 3 herstellen. Tinten. Dann reden wir mal mit ihm. Connor! Gerade rechtzeitig! Ich leite gerade etwas in die Wege, das dich interessieren könnte. Was ist es? Die Pläne, die du mir brachtest. Glaube mir, sie waren all den Ärger wert. Ein Klappstuhl. Ich kann dir nicht folgen. Es ist ein Stuhl zum Klappen. Connor, du kannst die zusammenklappen und stapeln, lagern, transportieren. 1000 Stühle würden in mein Hinterzimmer passen. Es ist brillant. Ich werde ein Vermögen verdienen. Ein Klappstuhl. Ich wünsche dir viel Erfolg damit. Du wirst sehen, Connor. Du wirst sehen. Okay. Connor scheint wohl nicht so besonders angetan davon zu sein. Und sonst gibt es keine Gespräche? Nein. Dann reisen wir mal sofort dahin. Ich gehe erstmal zu nach hinten und höre das Gespräch an. Nicht, dass irgendwie was wieder unpassend ist. Ach, Lance. Was gibt's jetzt Neues? Connor, gut, dass du hier bist. Die gekauften Pläne, die waren nicht nur für einen Klappstuhl. Oh nein, da war noch etwas dabei. Etwas ganz Erstaunliches. Eine Flugmaschine. Entworfen von Leonardo da Vinci persönlich. Ich hab sie gebaut. Ha! Du darfst der Erste sein, wenn du willst. Du wirst fliegen können. Schweben wie ein Adler. Und das geht? Da Vinci war einer der größten Denker der Menschheitsgeschichte. Der brillanteste Geist, den es je gab. Ich garantiere dir, dass es geht. Willst du es versuchen? Ja. So ein Gerät könnte sehr nützlich sein. Cool. Doch, ich glaube, es wird genauso gut funktionieren wie Assassin's Creed 2. Ja, das ist genau die gleiche Maschine. Yay! Toll. Okay. Ja, super funktioniert. Mit Lenz kann ich aber nicht mehr drüber sprechen. Schade. Einmal wieder Schnellreise, das dauert ja nicht lange. Jetzt. Pennsylvania. Ich glaube, jetzt kann ich noch mehr machen. Also mehr losschicken.
Achilles, ich habe da ein Bild. Ich habe das Gemälde für dich besorgt. Brauchst du Hilfe beim Aufhängen? Vielleicht noch nicht. Okay. Vielleicht noch nicht. Rätsel des Landhauses. Haben wir es dann? Ja! Eureka, also fast. Fast haben wir es. Muss sein. Entschuldigung, aber es muss sein. War nicht aufgehängt? Was ist das, alter Mann? Nur ein altes Gemälde. Darauf bin ich auch schon gekommen. Warum packst du es nicht aus? Es zeigt etwas, was mir sehr nahe geht. Etwas, was ich im Moment noch nicht ertragen kann. Eines Tages bringe ich vielleicht den Mut auf, es wieder anzusehen. Aber noch nicht. Achilles, mein Freund, du sprichst wahrlich in Rätseln. Ich schaue mal auf der Karte. Hat es irgendwas getriggert? Nein. Okay, aber bevor ich jetzt aufhöre, also so viel Zeit muss sein. Dokumente. Almanach. Kleine Warnung für alle, die das nicht sehen müssen oder nicht sehen wollen. Ihr könnt abschalten, es kommt nichts mehr. Es kommt nichts mehr. Jetzt sind noch Poole Richards Almanach 1738 Band 1 und 2 und sonst nichts. Okay. Poole Richards Almanach 1738 Band 1. Vorwort von Frau Saunders. Liebe Leser, mein guter Mann hat sich letzte Woche nach Pot of Mac aufgemacht, um einen alten Sternengucker, dessen Bekanntschaft er gemacht hat, zu besuchen und sich einen Ort anzusehen, an den wir gedenken, uns niederzulassen und unseren Lebensabend zu verbringen. Er ließ eine versiegelte Kopie dieses Jahrbuchs zurück und bat mich, sie an die Druckerpresse zu senden. Ich ahnte etwas und habe sie, sobald er fort war, geöffnet, um nachzusehen, ob er mich nicht wie früher mit seinem Spott bedacht hat. Wie ich es mir dachte, so war es auch. Und wahrhaftig, wohl weil er etwas anderes sagen wollte, nehme ich an, schrieb er in sein Vorwort, dass seine Frau Bridget dies und jenes und anderes wäre, welch ein Erbsenzähler. Ich kann keinen Mark oder zwei besitzen, ohne dass das gesamte Land es gedruckt sehen muss. Man hat zuvor schon erzählt bekommen, ich sei stolz, ein anderes Mal, ich sei laut, und ich hätte einen neuen Mantel und diese doch schon im Überfluss, und nun, wie ich es ahnte, muss die ganze Welt wissen, dass des armen Richards Frau kürzlich begonnen hat, dann und wann geschickt Tee zu trinken. Ein wahrhaft wichtiges Thema, wirklich. Man sollte Lieder darüber singen. Es ist wahr, ich hatte ein wenig Tee aus dem Geschenkkorb des Druckers genommen, im letzten Jahr. Und warum auch nicht? Soll ich ihn wegwerfen? Kurz gesagt, ich finde, dass das Vorwort es nicht wert war, gedruckt zu werden. Also habe ich es ausgestrichen. Ich glaube, ihr werdet unser Jahrbuch dennoch mögen. Während ich die Monate überflog, fiel mir auf, dass eine Menge schlechtes Wetter für dieses Jahr vorhersagt, und habe es hier und da ein bisschen verteilt und dort, wo ein etwas Platz war, ein wenig lieblich in angenehmen Sonnenschein hineingeschrieben, in dem die guten Frauen ihre Kleidung trocknen können. Sollte dies nicht meinen Wünschen nach eintreten? Nun, ich habe meinen guten Willen gezeigt und hoffe, dass ihr es zu schätzen wisst.
Ich hatte vor, noch einige andere Dinge zu verändern. Insbesondere einige der Verse, die mir so gar nicht gefallen wollten. Doch habe ich unglücklicherweise meine Augengläser zerbrochen. Was mich nun zwingt, sie euch so zu übergeben, wie sie sind. Und zu verbleiben als eure liebende Freundin Bridget Saunders. Unter der Überschrift Mondfinsternis erscheint das folgende. Ihr werdet verzeihen, liebe Leser, dass ich euch keine Mondfinsternis für dieses Jahr anbieten kann. Die Wahrheit ist, ich will nicht, dass sie etwas Gutes hervorbringen. Tritt eine solche auf, so seid ihr begierig, sie zu beobachten und euch zu lange in der Nachtluft auszusetzen, wobei sich zu viele von euch eine Erkältung holen, so wie es im letzten Jahr zu meiner großen Besorgnis geschah. Jedoch, wenn ihr versprecht, mehr auf euch aufzupassen, sollt ihr im nächsten Jahr eine bekommen, die ihr anschauen könnt. 11. Monat, Januar, 33 Tage. Dicks Frau war krank und vertraut auf der Ärztekunst. Nicht sicher waren sie, was bricht der Heilung Gunst. Durchspülend verschrieb der eine, nein, der andere sprach, das bringt nicht heilen, noch schlechtes Brudergemach. Ein Aderlass ist eins Geweg, sagte er nu. Das ist der sichere Tod, entscheide Dick doch du. Ich sehe keine große Kunst, sprach Dick in dem Brauch. Doch Aderlass, so glaube ich, tut es doch auch. 12. Monat, der Februar, hat 27 Tage. In Christenheit ist doch ein jeder ein Christ. Doch fragen mich viele, was wohl zu tun ist. Wenn unser Leben nicht christlichen Regeln entspricht, ich sag, warum machen wir Regeln zu Richtlinien nicht? Auf dass sich die Regel dem fügt, wie wir leben. Um nicht den Regeln zu viel über uns zu geben. Denn so mancher trägt seines Vaters Namen danach und ist doch nur Sohn seines Vaters dem Namen nach. Gibt es etwas, für das Männer mehr Schmerzen auf sich nehmen, als sich selbst glücklich zu machen? Nichts bringt mehr Leid als zu viel Vergnügen, nichts mehr fesseln als zu viel Freiheit oder Liederlichkeit. Lies viel, aber nicht zu viele Bücher. Erster Monat, der März, hat 31 Tage. Jacks Frau wurde in Whiteshire geboren, aufgezogen in Cumberland, verbrachte das meiste ihres Lebens in Bedfordshire, sandte ihren Gatten nach Huntingdonshire, um ihn nach Buckinghamshire weiterzuschicken. Aber er fasste Mut in Hertfordshire und brachte sie nach Staffordshire, sonst hätte er in Shrewsbury gelebt und wäre dort gestorben. Okay. Der sich nur kurz Geld leihen möchte, soll es an Ostern zurückzahlen. Schreibe gebildet und sprich vulgär. Jage Vergnügen und es wird dir folgen. Wie ein Eichhörnchen verbirgt sie ihren Rücken mit ihrem Schwanz. Zweiter Monat, der April, hat 30 Tage. Das alles mit dem Adam, der einst begann, bezweifelt seither kein einziger Mann. Und es Winstons Sohn und seines Sohnes Sohn, auch Hausmeister, Clowns und Flegel waren schon. Der Apfel fällt niemals sehr weit vom Stamm, sehr weit Stamm. Und fallen wird er, fragt sich nur wann. Unsere Fürsten verließen das Joch schon am Morgen, wir werden das erst am Nachmittag besorgen. Cäsar wollte nicht mehr den Triumphwagen besteigen, als sich selbst zu erobern. Bist du tugendhaft? Gewinne ebenso den Liebreiz und die Schönheit der Tugend. Kaufe, was du nicht benötigst, und du sollst für lange Zeit das, was du benötigst, verkaufen. Hast du Verstand und Bildung, füge Weisheit und Bescheidenheit hinzu. Dritter Monat, der Mai, hat 31 Tage. Ein schlichter Gedanke. Ein Acker umfasst 43.560 Quadratfuß. 100 Äcker umfassen 4.356.000 Quadratfuß. Für 20 Pfund erhält man 100 Äcker vom Besitzer. 20 Pfund sind 4.800 Penny. Teile die Summe der Fuß von 100 Äckern und du wirst sehen, dass du mit einem Penny 907 Quadratfuß oder eine 30 Fuß große Fläche kaufen kannst. Spare deine Pennies. Du könntest glücklicher sein als Prinzen, wärst du tugendhafter. Wenn du nicht vergessen sein willst, sobald du tot und begraben bist, schreibe entweder Dinge, die es lohnt zu lesen, oder tue Dinge, die es lohnt aufzuschreiben. Verkaufe nicht deine Tugend für Reichtum, nicht deine Freiheit für Macht. Vierter Monat, der Juni, 30 Tage. Denkmal für eine redselige alte Jungfer. Unter diesem stillen Stein liegt eine alte Maid allein. Sie sprach von der Wiege bis zum Tod, litt nie zuvor an Atemnot. Wohin sie ging, wir wissen's nicht. Wohl zur Hölle, falls sie's weiter so spricht.
Im Himmel wäre sie wohl ohne Segen, dass sie es hasst, sich zu Ruhe zu legen. Lass deine Laster vor dir sterben. Halte deine Augen weit offen vor der Heirat, halb geschlossen danach. Die Alten lehren uns, was am besten ist, aber von den Modernen müssen wir lernen, was angemessen ist. Paul Richards Almanach, 1738, Band 2. 5. Monat, der Juli hat 31 Tage. Ein Monat ein Anwalt und im nächsten bist du ein wichtiger Arzt und im dritten ein Priester. Wähle schnell einen dieser drei Berufe. Bist du erst verheiratet, kannst du dennoch die anderen freien. Entschließe dich sofort, zögere nicht länger, wirf dich hinein und steh nicht zitternd am Ufer. In allem, was du nicht versuchst, kannst du nicht versagen. Aber du wirst mit nichts enden, willst du gar nichts wagen. Nachdem ich nicht einmal meine eigene Zunge beherrschen kann, obwohl sie zwischen meinen eigenen Zähnen liegt, wie kann ich hoffen, die Zungen anderer zu beherrschen? Es ist weniger verrufen, erbärmliche Preise zu verringern, als sich erbärmlichen Gewinn zu beugen. Da du dir der Minute nicht sicher bist, wirf keine Stunde weg. 6. Monat, der August, hat 31 Tage. Schneller als ein verstopftes Hirn erlaubt, schreibt Philos Hand groben Unfug auf. Es scheint mir so wie eine ehrliche Haut, vor der man auf eigenen Beinen weglauf. Phoebus gibt Philo über sich selbst Kontrolle, seine Sinne zu sputen, seine Hand zu lenken, halt ihn fern von Tinte, Feder, Schriftrolle, auf das er aufhört zu schreiben und lerne zu denken. Wenn du tust, was du nicht tun sollst, musst du aufhören, was du nicht hören willst. Verschiebe nicht deine guten Taten, sei nicht wie St. George, der immer auf dem Pferd sitzt, aber nie darauf reitet. Wünsche dir nicht so sehr lange zu leben, als gut zu leben. 7. Monat, der September, 30 Tage. Ich trotze Freude, Heiterkeit, Triumph, ich zerstöre mich, Tod gern möchte ich sterben. Verloren bin ich ohne Liebe, Verachtung lächelt mich an, Hoffnung ist getäuscht. Der Mann, der den Segen verbannt hat, muss in Kummer handeln, dann lebt wohl Freude, Heiterkeit, Triumph. So wie wir für jedes müßige Wort zur Rechenschaft gezogen werden, so auch für jedes müßige Schweigen. Ich habe nie den Stein der Weisen gesehen, der Blei zu Gold verwandelt, aber ich habe gesehen, wie die Jagd nach ihm das Gold eines Mannes zu Blei werden ließ. Bitte nie einen Diener bei dir zu verweilen. 8. Monat, der Oktober hat 31 Tage. Zweifelhafte Bedeutung. Die weibliche Art wird als krank angesehen und ist in der Tat das Gegenteil. Kein Mann kann finden den Schmerz, den sie heraufbeschwören, doch überall zeigen sie Wohltätigkeit, zu niemandem doch bösartig, in Wort und Tat, so glaubt mir. Zeit ist ein Kraut, das alle Krankheiten heilt. Lesen schafft einen vollen Mann, Meditation einen tiefgründigen Mann, Diskurs einen klaren Mann. Wenn ein Mann mir schmeichelt, schmeichle ich ihm auch, obgleich er mein bester Freund ist. 9. Monat, der November, hat 30 Tage. Ein Monster, ein Leben voller Sünden, ließ den Erbsen nur ein schändliches Gold, der Pfaff in Preis aus finanziellen Gründen, den Grabstein zieren, Wort gut und hold. Wenn Stein und Predigt wir als Wahrheit lesen, so trauern wir, dass wir ihn nur verloren, doch sehen wir, wie wahrhaftig er gewesen, so beklagen wir, dass der Unhold ward geboren. Wünsche einem Geizhals ein langes Leben, und du wünschst ihm nichts Gutes. Der Wohlerzogene weiß, wie er eine Schandtat beichten oder sich seinen Irrtum eingestehen kann. Führe du dein Geschäft, lass es nicht dich führen. Es ist ein großer Unterschied, einen großen Mann zu imitieren oder ihn nachzuahmen. 10. Monat, Dezember, hat 31 Tage. Der Weise sagt, er sei durch Weisheit gehalten, seine Zunge in seinem Herzen gefangen zu halten. Schon ein Narr ist der, der den Gedanken verficht, dass es keinen Gott gäbe, wie dumm und töricht. Doch welch größerer Narr wäre dann die Figur, die offen verkündet, Gott sei Einbildung nur. Wie närrisch aber ist der, gibt seinen Namen dafür, der mit Taten dasselbe sagt? Solche Narren sind wir. Zwinkere über kleine Fehler, bedenke, du hast große
Iss, um dir selbst zu gefallen. Kleide dich, um anderen zu gefallen. Suche nach Tugend in den anderen, nach Lasten bei dir selbst. Verschwende den Wein des Pastors oder die Süßigkeiten des Bäckers. Jedes Jahr eine schlechte Angewohnheit auszumerzen, macht aus dem schlechtesten Manne im Laufe der Zeit einen guten. War der Spruch, verschmähen die den Wein des Pastors oder die Süßigkeiten des Bäckers, war der nicht schon mal? Naja. Darf ich jetzt sehen? So. So. Okay, dann mache ich jetzt mal kurz, nicht dass gleich wieder die Folge aufhört. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben jetzt erstmal wieder die ganze Mission, ja, schreck ich mal, in der Siedlung fertig. Und ich hoffe, ihr seid auch beim letzten Mal da, wenn wir mit der Hauptstory weitermachen. Bis dahin. Ciao. Und lebt gut.